So, also der Ball kommt von hier. Eins. Da bin ich. Eins wird hier geschossen und soll in diese Richtung fliegen. Und die Frage ist, der muss ja mit seinem Fuß so eine Geschwindigkeitsänderung machen, ja? Also in welche Richtung soll die gehen? Das ist bei diesem ganzen Kraftstoß schon das bisschen komplexere. Ich zeichne jetzt erstmal, nee, machen wir blau. Das ist der Geschwindigkeitspfeil von dem Fußball, bevor er da geschossen wird. Und dann mache ich rot, das ist der Geschwindigkeitspfeil von dem Fußball, nachdem er geschossen wurde. Die Länge symbolisiert immer die Geschwindigkeit, das könnte gegeben sein. Und jetzt mache ich mal eine Skizze. Blau plus blau ist rot, das machen wir irgendwo hier hin. Also ich habe hier einen blauen Pfeil, und dann mache ich oh, vielleicht so, genau. Und die Diagonale ist dann das Rote. Das heißt, ich habe hier, kann man ein bisschen schmieren, genau. Also ich muss das zu einem Parallelogramm machen. Ja, seht ihr das? Und dieser Teil von dem Parallelogramm ist gesucht. Also das ist das Delta V und das ist das V und das Ergebnis ist ja die Diagonale. Und das ist jetzt ein bisschen genauer, ein bisschen schöner. Also ich habe da hier so die Skizze gemacht. Blau und blau ist rot. Also jetzt ein bisschen rumdiagonalisieren. So, hier habe ich was. Dann zeichne ich hier so was Paralleles ein. Dann zeichne ich hier so was Paralleles ein. Ja, und dann habe ich hier eigentlich schon mein Delta V. Genau. Ja, so, hier. Delta V. Also, das ist V1, mit der Geschwindigkeit kommt der Ball. Delta V ist die Geschwindigkeitsdifferenz, die der Fußballer macht. Und hier V2, das passiert in diese Richtung, schießt er. Das Interessante ist, das Gehirn von dem Fußballer, also wo sind wir hier? Also das Gehirn von dem Fußballer weiß, ich will den Ball in diese Richtung bringen. Und ohne Vektorgeometrie klappt es dann. Also ist ja nicht so, dass in meinem Gehirn Vektorgeometrie passiert, sondern man hat so das Gefühl, wohin man dreschen muss, ja? Also das Hirn weiß, ich muss in diese Richtung dreschen, damit der Ball in diese Richtung fliegt. Das klappt zumindest bei mir meistens nur so ungefähr, aber so grob, ja, grob haben wir es drauf.